könnte ja auch da vorne auf Land gehen und mal schauen. Aber ich mache das doch, glaube ich, doch lieber von unserem neuen Haus aus. Ich glaube, in die Richtung dürfte reichen, dürfte funktionieren. So. Da müsste das da links irgendwo kommen, glaube ich. Oder nee, wir müssen, glaube ich, noch eine kleine Landzunge weiter. Oder? Ach, wisst ihr was? Ich gehe mal da hinten auf Land. Erkunden wir hier einfach schon mal so ein bisschen was. Jetzt habt ihr vielleicht wieder ein bisschen Slideshow, aber gut, müsst ihr mit leben können. Muss ich auch mit leben können. Das ist halt das Problem an dem neuen Minecraft, in Anführungsstrichen, neuen Minecraft. So. Ja, ich zoome jetzt einfach wieder in den nächstbesten Berg. Und da können wir mal gucken, in welche Richtung wir vielleicht gehen wollen. Da hinten ist ein Hügelchen. Hügelchen ist gut. Da hinten ist ein großer, großer Berg. Ach, ich glaube, waren wir da nicht zum Kohleabbauen mal? Oder war das noch weiter links? Müssten wir eigentlich gleich sehen, oder? Eine kleine Minischlucht. Genau, hier waren wir schon drin. Und dann gehen wir hier doch, wenn wir schon mal drin waren, können wir auch mal drauf gehen. Und ein bisschen den Ausblick genießen. So, gut, von der Seite hier kommen wir gar nicht wirklich da hoch. Das heißt, ich laufe jetzt einfach mal hier rum. Ich kann auch da hinten hochgehen. Vielleicht ist das einfacher. Da ist es dumm. Oh. Nein, nein, du kriegst mich nicht. Mann, wir haben es heute aber auch mit Skeletten. Also, in der letzten Aufnahme-Session war das, glaube ich, nicht so schlimm. Dass da so viele Skelette immer auf uns gelauert haben, uns abgeschossen haben. Ach. Minecraft, du Sau. Warum tust du uns das an? Warum ist unsere Welt so kaputt? Ich dachte, die haben sowas gefixt, dass das nicht mehr passiert. Ich verstehe das nicht. Das ist doch, also... Na, Herr Fuchs. Also wirklich. Ich sehe Kohle. Und ich sehe kein Skelett, was uns abschießt. Ich will nur ein bisschen Kohle, mehr nicht. Lasst mich bitte in Ruhe, böse Wesen. Aber wir müssen jede Kohle mitnehmen, eigentlich, die wir kriegen können. Um unseren Vorrat ein bisschen aufzupolstern. So und so und so. Und das Eisen hier nehmen wir auch mit. Mann, jetzt will ich eigentlich eine Welterkundungstour machen und wo bin ich wieder? In einer kleinen Höhle gelandet. Ja, super. So erwarte ich das, ja. Da unten ist noch einer. So, da ist auch noch Kohle. Oh, komm her, du Kohle. Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Ja, eigentlich müssten wir jedes Mal irgendeinen Blödsinn dichten, wenn wir uns Kohle farmen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir hier mal was Spannenderes sehen, als was wir bisher so entdeckt haben. Aber irgendwie bezweifle ich das gerade auch. Okay, da ist ein Sumpf. Da hinten ist ein Ding. Gehe ich nicht weiter drauf ein. Oh, wir sollten mal ganz schnell hier schlafen. Bevor die Monster jetzt alle gespawnt sind. Puh,
Das wäre auch knapp gewesen mit dem Bett. Ja, das ist, wow, da sind sogar Emeralds. Aber das ist ja... Nee, das muss nicht sein. So, da unten ist, glaube ich, ein Birch Forest, wenn ich das richtig sehe. Hier ist auch schon wieder so ein riesen Abhangloch im Boden, was auch immer. Ich gehe nochmal da hinten rüber. In die Richtung. Wir könnten auch auf den Berg da gehen. Aber ich möchte mir das Loch da unten auch anschauen. Ich würde schon gerne wissen, was das ist. Oder wo, wie tief es da heruntergeht. So, und ich hoffe natürlich immer noch. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das hier wiederholen soll, muss, was auch immer. Wow, okay, das hier ist, ja, ne, Minecraft und die neuen Höhlen. Alter, das ist ja mal hier. Boah, ist das krass, Mann. Da kommen wir kaum rüber. Und das geht ja echt unglaublich tief runter. Unglaublich. Ich geh mal gucken. Das interessiert mich jetzt schon. Also hier schon mal Lapis. Lapis. Ich weiß, es ist jetzt sehr, sehr dunkel hier. Ich nehme mal kurz eine Fackel mit. Ja, ich nehme mal kurz eine Fackel raus. So hätte ich sagen sollen. Jetzt habe ich natürlich Angst, dass über uns was spawnt. Also da unten ist Deep Slate. Da unten ist... Also das Loch hier ist... Das ist mal eben so ein Loch, was so weit runter geht wie... ja. Weiß ich nicht. Jetzt wäre halt auch wieder lustig gewesen, eine Map mitzuhaben. Dass wir uns sozusagen hier eine Map erstellen können, wo wir dann wissen, wo wir rauskommen. Aber... Naja. Wie gesagt, ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wie das mit den Maps nochmal war. Müssen wir demnächst irgendwann nochmal versuchen. So, vielleicht machen wir dann auch gar nicht so eine super lange Aufnahmesession draus. Und ich gucke gleich erstmal nach, wie das mit den Maps funktioniert. So, Birch Forest ist auch immer schön. Ein paar Schweinchen. Man sieht hier halt nur nicht viel, ne? Ja, da gebe ich dir recht. Wie auch immer du mal heißen magst, muss ich Herbert fragen. Der kann mir das bestimmt beantworten. Ja, so Welt... Rosenbusse. Busse. Ja, das hier sind Busse. Rosenbüsche. So. Ja, Welterkundungstouren finde ich immer ganz interessant. Einfach so die Landschaft zu sehen. Und... Ja, es gibt auch so schöne Landschaften jetzt eigentlich im Anführungsstrichen neuen Minecraft, also seit der 1.18. Aber diese ganzen Löcher im Boden oder was auch immer da passiert manchmal, ähnlich wie hier, finde ich ein bisschen too much eigentlich. Aber ich möchte halt auch gerne im neuen Minecraft spielen, von den Blöcken her und von allem, was man da so machen kann, deswegen... Finde ich es jetzt auch schade, deswegen zu sagen so, oder vor dem Let's Play deswegen gesagt zu haben, so, ich will nicht, ich spiele nur in 1.17 und das war's. Das wäre ja auch irgendwie langweilig. So, hier sehe ich aber auch nichts Neues. So... Der Baum hier könnte uns noch ein bisschen Aussicht bieten. Das ist wieder unser Kohle-Song, ne? Oh, Kohle, Kohle. Yeah, yeah, yeah. Oh, Kohle, Kohle. Oh, Kohle, Kohle. Ja gut, müssen wir jetzt nicht wieder mit anfangen. Wir sind ja jetzt auch nicht auf einer Höhlentour. So, ich baue uns hier mal vorsichtig runter, dass wir nicht noch mehr Schaden nehmen. Dann gehe ich mal in die Richtung wieder. Ach, ist das schön, die Welt hier zu erkunden. Jo, das war jetzt natürlich auch richtig sinnvoll, vorher nicht zu gucken oder zu überlegen, was man so ansprechen könnte. Aber gut, da müsst ihr jetzt durch.
Da hinten ist, glaube ich, eine Wüste. Autsch. Ich wollte vorsichtiger sein, hatte ich gesagt. Ja. Also irgendwie so village-technisch haben wir es aber überhaupt nicht gut erwischt in der Karte. Da müssen wir uns doch irgendwie anders behelfen. Zombie-Villager heilen später mal, um dann traden zu können, weil alles andere ist ja auch doof. Ja. Aber das ist auf jeden Fall eine interessante Gegend. Oh, ein Schiffswrack. Das können wir uns noch angucken gehen. Aber ich glaube, dann gehen wir wieder zurück. Dann haben wir ein bisschen von der Welt gesehen. Viel Interessantes in der Nähe, aber irgendwie nicht so wirklich was, wo ich sagen würde, das bringt uns jetzt gerade richtig viel. Und Ruin Portal. Mann. Kaum sind wir hier, gibt es ganz viel zu entdecken. So, jetzt habt ihr, glaube ich, wieder eine Slideshow rüber zum Ruin Portal. Ich auch. Eigentlich funktioniert das so gut mittlerweile mit dem Computer. Aber ich weiß auch nicht. So ein Stein, Gravel, Sand, was auch immer. Und Sunflowers entdecke ich. Das ist auch schön. Ja, der Nether ist auch noch so eine Sache, wo man irgendwann mal reingehen könnte. Da ist eine Kiste. Ja, das ist doch hier, also, das ist doch, nichts hier. Mensch. Da nehme ich jetzt aber auch die Kiste mit. Mal ganz kurz aufs Festland, bevor ich weiterfahre, und schnapp mir hier auch zwei Sunflowers. Nee, also hier ist nichts mehr drauf. Da ist noch ein bisschen Kohle. Die lasse ich jetzt aber auch. Ich will nicht mal die Umgebung hier kaputt machen. Ich nehme ich mal mit. Eisen ist immer gut. Hier ist noch mehr Eisen. Da ist noch mehr Eisen. Mann, das versteckt sich auch so schön hier. So, ja gut, dann fahren wir mal rüber zum Schiffswrack. Und ansonsten zurück zu unserem Heim. Das traute Heim ist doch immer noch am schönsten.